Hallo meine lieben Freunde, ihr kennt mich, ihr wisst, ich bin selten aggressiv oder leicht aus der Haut fahrend und ich benutze YouTube auch nie, um mich über irgendetwas oder irgendjemanden aufzuregen. Da würde ich gar nicht auf die Idee kommen. Großes Indianer-Ehrenwort. Nun ist aber etwas passiert. Ich habe eine neue Folge für meinen Podcast Zart wie Kruppstahl gemacht mit Mike von Heffenstall-Börn zusammen. Link findet ihr dort unten. Und es geht unter anderem halt um Quarantäne und um Corona und um das, was uns gerade in unserem Leben so bewegt, während wir ja quasi zu Hause sitzen. Und da kamen wir natürlich notgedrungenerweise auf die ganzen Konzerte zu sprechen, die abgesagt werden mussten, die ganze Tour von Heffenstall-Börn und dass es jetzt heute quasi so Release-Woche ist und Chartplatzierung und dass dann noch ein anderer Künstler ist, der gerade auf Platz 1 will, nämlich Pietro Lombardi. Ne? Und hat dann Mike mal fallen lassen, wie sich der so äußert. Und ich musste das so ein bisschen ausführlicher recherchieren und sagen wir es mal so. Ich habe eine kleine Videosequenz vorbereitet, die ihr euch jetzt mal angucken könnt, die ich jetzt nicht kommentieren möchte vorher. Und wir sehen uns gleich danach nochmal. Ein kleines Update zu den Charts. Aktuell sind wir auf Platz 2. Eigentlich müsste ich jetzt gerade aktuell mit meinen Jungs draußen auf der Bühne stehen und mit euch unsere Release-Partys feiern zu unserer neuen Platte. Wir haben noch 120 Fanpakete. Das heißt, die gleichen Inhalte wie in der Box plus Album. Und in einer dieser Pakete ist auch eine Wunschkugel drin. Also swiped up und holt euch das Fanpaket. Ole, ole! Es ist irgendeine Rockergruppe aus dem Nichts da gekommen, die sehr, sehr stark verkaufen. Und jetzt seid ihr gefragt, lasst uns Gas geben. Euch vielleicht sogar animieren, Platten zu kaufen, auf Charterfolge zu hoffen. Ich sag scheiß drauf, es gibt Wichtigeres. 150 Boxen, die werden in den nächsten 2-3 Tagen ausgeliefert. Swiped up, lasst uns Gas geben. Vielleicht schaffen wir gemeinsam die 1, aber es geht nur mit eurer Hilfe. Ich liebe euch, ole ole. Diese 1 ist wirklich ein Traum, es wäre wirklich so schön. Deswegen bin ich jetzt hier, beginne gerade meinen Spätdienst auf der Intensivstation. Mediamarkt hat auch noch 50 Boxen, Leute. Deswegen swiped up, lasst uns wirklich versuchen, alles zu geben. Ja, und holt euch die letzten Boxen. Ich würde auch mit der 2 zufrieden sein, aber es ist einfach ein Traum. Als ich das wirklich hörte, konnte ich nicht schweigen. Und deswegen lasst uns alles geben, Leute. Was jetzt in Zukunft auf uns zukommt, weiß ich natürlich genauso wenig wie alle anderen. Alle Ärzte, Pflegekräfte, Hilfskräfte werden ihr Bestes geben. Hier in der Thüringen-Klinik, aber ich denke, und da somit auch Grüße an alle anderen Kollegen, deutschlandweit, europaweit, weltweit. Mir ist ganz wichtig, und das liegt mir sehr am Herzen, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt vor allem solidarisch und verdammt nochmal, bleibt zu Hause. Ich würde auch mit der 2 zufrieden sein, aber es ist einfach ein Traum. So, meine lieben Freunde, ich habe den Pietro Lombardi so ein bisschen verfolgt jetzt die letzten Stunden. Er hat die letzten 24 Stunden auf Instagram eigentlich nur damit verbracht, in jedem Posting die Leute dazu zu animieren, sein Zeug zu kaufen, und weil es ein gemeinsames Ziel ist, dieses Album auf Platz 1 zu bringen. Das gemeinsame Ziel, dass Pietro Lombardi seinen Marktwert steigert, damit er mit jedem Auftritt mehr Geld verdienen kann. Ja, in einer Zeit, in der Millionen von Menschen von Arbeitslosigkeit und vor einem existenziellen Ruin bedroht sind, ist es ganz wichtig, dass wir alle zusammenhalten mit diesem Mann aus dem Volke und ihn auf Platz 1 bringen. Ich habe, glaube ich, selten was Unsympathischeres gesehen. Ich möchte an der Stelle auch wirklich eigentlich nicht, dass das jetzt hier über einen Kamm geschert wird mit anderen Promis oder mit anderen Künstlern dieses Genres oder so weiter und so fort. Ja, das ist mir völlig klar, dass er jetzt ein Extrembeispiel für ein sehr, sehr negatives Image darstellt. Und ich finde das umso schlimmer, weil Pietro Lombardi ja eigentlich immer als der, also ein Mann aus dem Volke verkauft wurde. Ne? Also ein Hauptschulabbrecher bzw. Hauptschulabschluss-Nachholer, der in verschiedenen Sparten sich mal als Pizzabäcker und als Swarovski-Steinleger und so verdingt hat und dann einfach zufällig eben märchenmäßig bei DSDS 2011 da den Sieg errungen hat und mit der zweitplatzierten Sarah dann zusammengekommen ist und dann hatten sie ein Kind und das wurde natürlich von RTL dann auch alles aufbereitet, im Wohnwagen durch Italien war eine Serie und dann wurde die Trennung aufbearbeitet, also diese ganze Persönlichkeit besteht eigentlich nur aus dieser medialen Ausschlachtung und mit dem Fokus, dieses Produkt Lombardi an Menschen zu verkaufen, die einfache Geschichten und einfache Menschen triumphieren sehen wollen oder zumindest
irgendwie was in der Öffentlichkeit machen wollen. Und diese Person mit 1,7 Millionen Instagram-Abonnenten schafft es in einer Krisensituation, die seit dem Weltkrieg nicht da gewesen ist, die nicht vergleichbar ist, nichts anderes zu promoten und im Kopf zu haben, als den eigenen Profit, als die eigene Steigerung des Marktwertes. Also, meine lieben Freunde, ich möchte es hier an der Stelle eigentlich nicht direkt aussprechen, aber ich denke, falls ihr vorhaben solltet, euch das Heaven Shall Burn Album zu kaufen, was ich euch empfehlen kann, weil es wirklich gut ist, es ist wirklich gut, also ist vielleicht sogar das Beste ihrer bisherigen Karriere, dann kauft es jetzt. Also mit jetzt meine ich heute, weil das ist relevant für diese Platzierung und ich weiß nicht, irgendwie fände ich es schon ganz lustig, wenn Pietro Lombardi das trotz seiner permanenten Appelle nicht schafft mit der Platz 1. Weiß ich, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen kindisch von mir, aber ja. Also ich möchte an dieser Stelle, wie gesagt, nicht sagen, dass alle Künstler des entsprechenden Bereichs so sind wie dargestellt. Ich wollte euch einfach nur gerade mal das zeigen, was mich jetzt seit gestern irgendwie sehr hart beschäftigt und sehr triggert. Und wenn ihr da mehr Input dazu hören wollt, wie gesagt, unten meine Podcast-Folge zu diesem Thema Zart wie Kruppstahl, Folge 3, findet ihr bei Apple, findet ihr bei Spotify, Deezer, überall. Könnt ihr euch mal reinziehen und folgen. Wir werden da sicherlich in Quarantäne auch noch ein paar Folgen machen die nächsten Tage. Ja, nur mal eine kleine Botschaft von mir, das musste jetzt einfach mal kurz raus. Ich habe mich jetzt auch wieder beruhigt, ja, Flasche leer, habe fertig. Obst ist im Haus, aber es bleibt alles so, wie es ist. Ganz genau, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich niemals RTL geguckt hätte. Deswegen kenne ich den Pietro Lombardi und ich weiß auch, wie das damals war, als der bekannt geworden ist. Und ja, traurig. Ich wünschte, dass wir im Zuge dieser Krise vielleicht wirklich eine gewisse Solidarität hinkriegen können. So, ich höre jetzt auf zu labern. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssikowski. Bleibt gesund. Und vor allen Dingen bleibt drin, auch wenn das Wetter geil ist. Bleibt bitte einfach mal 2 Wochen drin, wenn es nicht darum geht, zum Arzt zu gehen oder einkaufen. Okay? Danke.